Wir sehen hier einen ohne Zweifel sehr wichtigen Teil der Teepflanze, den oberirdischen. Aber es gibt unter der Erde natürlich noch die sehr, sehr langen Wurzeln der Teepflanze, die sie braucht, um sich bei Engpässen entsprechend mit Feuchtigkeit zu versorgen. Das kann sie sehr, sehr gut. Ansonsten braucht sie hier im Himalaya gerne sandige, lehmige Böden, regelmäßige, aber nicht zu deutliche Niederschläge. Und wenn sie dann in der Winterpause Kraft gesammelt hat, dann haben wir im Frühjahr den uns allen gut bekannten First Flush, nämlich die erste Ernte, die sehr, sehr frische, duftige Produkte erzeugt, gepflückt werden sollen, ganz besonders Two Leaves and a Bud, das heißt die beiden ersten frischen Blätter und die Blattknospe, denn das bedeutet letztendlich Qualität. Und wenn die Pflanze dann im Winter ihre Pause gehabt hat und Kraft gesammelt hat, steckt sie im Frühjahr gern all diese Kraft auch in die ersten Blattspitzen. Und das spüren wir ganz deutlich in der Tasse.